So. Und es ist halt dieses. Was? Musik. Okay. Ja, und es ist halt, YouTube ist halt, auch die Plattform, die jetzt momentan wahrscheinlich eher die jüngeren Leute anspricht, was ja auch nicht schlimm ist, aber ich glaube, die älteren Leute sind ja so raus. Also die Leute, die 20 bis 30 Jahre alt sind, sind raus. Ich meine, ich gehöre zu den jüngeren Leuten. Und ich bin gespannt. Ich bin sowas von gespannt, wie lange es YouTube geben wird. Ach, ist das die Playlist, die Musik wieder hier? Oh Mann, ey. So ein bisschen Eisen nehmen wir natürlich mit. Na, hier können wir auch nochmal vergrößern. Tja. Ich bin gespannt, was YouTube einmal werden wird, was aus YouTube wird. Da bin ich mal wirklich gespannt. Ich glaube, dass es noch extremer in diese Richtung geht, in diese. Hui. In dieses Geldgeile, in dieses Abo-Geile. Da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen weitergehen. Es war vielleicht sogar voraussehbar, dass es dieses mit den Abonnenten, dass dieses, als man gefunden hat, dass dieses zum Reichtum führte, dass dieses zum Erfolg führt, dass sich alle mögen auf YouTube. Als man das herausgefunden hat, war das wahrscheinlich auch vorhersehbar, dass YouTube sich in diese komische Richtung verändert hat, in dieses, ja, in dieses Abo-Geil, in dieses Fame, dieses, was man einfach Fame nennt, was man Erfolg nennt, ne? Ich habe eigentlich keine Lust, erfolgreich zu werden. Ich habe eigentlich nur Lust, dass Leute meine Videos schauen, es mögen, ne? Und dass das dann eigentlich, dass sie nette Kommentare schreiben, dass sie sagen, gut, so weiter so oder Vorschläge bringen oder so. Das ist sozusagen mein Ziel. Das ist mein Ziel. Und ja, dass ich so ein bisschen mein eigener Chef bin hier auf YouTube. Ne? Ich kann sagen, was ich mache, ich kann entscheiden, was ich mache, was ich für Videos bringe. Ich kann morgen auch mit Beauty anfangen. So, eigentlich nicht, ne? Nee, Beauty, komm, lass mal. Lass mal die Finger von weg. Cool, Beauty, tut mir leid, aber da habe ich irgendwie kein so großes Verständnis für, ne? Für Beauty. Tut mir leid, aber Dagi B. Tut mir leid. Ich hab mir gedacht, Dagi B, 2 Millionen Abonnenten auf YouTube, ne? Ist sozusagen Fame, ist beliebt, ne? Sieht meiner Meinung nach auch ganz gut aus. Also sie ist jetzt keine hässliche Torte, ne? Sieht ganz gut aus, finde ich. So. Und ist jetzt meine Meinung, ne? Und ja, die ist halt so drauf, so. Ah, ich habe jetzt dieses Shampoo benutzt und das finde ich voll geil und das ist so und das müsst ihr auch kaufen. Ich kann das nur empfehlen und ich habe gedacht, in den ersten 2 Sekunden, Alter. Okay, gut. Ich glaube, die Frauen stehen da eher drauf, ne? Ich glaube, die Frauen oder Mädchen stehen drauf und die Mädchen oder da ihr YouTube, momentan für die jüngeren Leute eher ansprechbar ist oder die jüngeren Leute eher auf YouTube sind wie ich, denken die natürlich, oh, das muss ich auch haben, dann werde ich wie Dagi B und oh, und das wird so, es geht so dann in eine Richtung, die könnte gefährlich für YouTube werden, die könnte gefährlich für die Zukunft werden. Man könnte denken, YouTube sei nur noch eine Plattform, wo man Produkte anbietet, sowas wie Werbung. Und dann würde YouTube untergehen. Dann würde YouTube meiner Meinung nach untergehen. Es wird nicht mehr halten. Es wird's einfach.
Ja, also gut, jetzt ist natürlich gut, dass dieses Beauty, dieses Beautyhafte nicht so stark ist. Oh, oh, das könnte interessant werden. Krieg ich den noch? Nein. Oh Mann, bricht die ganze Lava ein. Dieses Beauty-Konzept, das schlägt natürlich noch nicht so richtig zu. Das ist ein kleiner Teil, finde ich. Der größte Teil ist Comedy und Gaming, was es auf der Plattform gibt, YouTube. Und, ja. Sag mal, wie oft... What? Wow, Alter. Bin gerade voll erschrocken. Oh. Sag doch Bescheid, wenn ihr da seid. Ja, ist ja gut. 20 Level reichen. Hallo. Dich will ich nennen, dich auch. Ja. Also, Kategorie Gaming ist sehr oft vertretbar. Comedy, sehr beliebt. Ich habe tatsächlich gesehen, wer den Kanal Film Around kennt, ne? Ist ein guter Kanal, hat ein paar Videos gebracht, ist teilweise, haben auch die ersten 50 Abonnenten erreicht und haben den Kanal dieses Jahr gestartet und ich muss sagen, ich mag die Sketchen wirklich sehr, ich mag sie. Und es ist, man merkt, dass Comedy erfolgreicher ist oder nicht, erfolgreicher würde ich nicht sagen, beliebter. Es ist beliebter als Gaming. Wobei Gaming auch beliebt ist, nur Comedy schauen sich, glaube ich, die meisten Leute auf YouTube an. Comedy, auf jeden Fall. Comedy-Sketchen, Musikparodien, Videoparodien und sowas. Und ja. Damit kommt man natürlich sehr weit, wenn man sagt, hier, ich mache einen Comedy-Kanal auf, ich mache jetzt Comedy-Sketch, ganz ehrlich, ich wär kein Typ davon. Na, vielleicht für ein bisschen Videoschnitte, ne, Mitschnitte. Aber sonst bin ich eigentlich eher der Gaming-Typ. Ja. Na, das sieht ganz nett aus, so. Teufelsgang. So, tja, tatsächlich. Wirklich, ich bin gespannt, in was für eine Richtung sich YouTube noch verändern wird. Zu Anfang war es ja eher so, ja, anfangen Videos zu machen, die schlechtesten mit irgendwie Handy-Videos kamen dann auf YouTube oder so witzige Videos. Oder, ja, dann ging es dann mit den Kanälen los, mit den Sketchen, dann gab es mit den Musikparodien, dann wurden sogar die ganzen Musikvideos, die im Radio, die in den Charts laufen, wurden hier veröffentlicht, all mögliches. Das hält YouTube teilweise am Leben. Das hält YouTube am Leben. YouTube ist eine Plattform, die ist besonders, die ist einzigartig. So eine erfolgreiche Plattform wie YouTube gab es, glaube ich, noch nie. Bis auf Google. Und die ganzen Suchmaschinen oder so. Aber so eine Videoplattform, so eine Videoplattform gab es wirklich noch nicht, ne. Damit wurde das Let's Play erfunden, mit YouTube. Und YouTube gibt's erst seit 2005, also Let's Plays hätte man höchstens. Ja, ich weiß nicht, wer hat das erfunden eigentlich, das Let's Play? Ich meine, Leute, die einen Kanal aufmachen, früh, und Videos hochladen, Let's Plays, also irgendjemand muss ja da noch angefangen haben, oder nicht? Muss doch irgendwo einen Startpunkt geben, und ich weiß nicht, wer das war, wer hat das Let's Play erfunden? Ich glaube, ich werde einfach mal auf YouTube das eingeben. Wahrscheinlich gab es davor noch ein paar Videoplattformen, die sehr erfolgreich waren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Zum Beispiel der Gronkh hat erzählt, dass er auf einer anderen Plattform tätig war. Bevor YouTube, hatte YouTube erst seit 2006 oder so einen Kanal gemacht und hat dann angefangen, 2010 richtig Videos zu machen. Let's Plays. Da hat er das Let's Play entdeckt. Und so, dass er das entdeckt hat und es heutzutage
über 3,9 Millionen Leute zuschauen, dieses Let's Play, dieses kommentierte Gameplay, ist das, es ist schon krass. Ich glaube, der Gronkh, der Erik Range, hat es wirklich, hat dieses Let's Play berühmt gemacht. Allein schon mit seinen 1000 Minecraft-Folgen. Allein schon deswegen. Aber mich würde wirklich mal interessieren, wer das Let's Play erfunden hat. Wer angefangen hat. Wer hat damit angefangen? Wer hat es Let's Play genannt? Wer hat es erfunden? Das würde mich sowas von interessieren. Dann ist die Frage, wie ist das zustande gekommen? Hat er einfach eine Aufnahme genommen, hat er einfach rübergequatscht und währenddessen irgendwie was gespielt oder wie? Also wird es ja wohl gewesen sein, ne? Ich weiß, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Also, da bin ich überfragt. So, die Kiste ist jetzt hier voll. Dann nehmen wir die Werkzeugkiste. Hier, tak, tak, tak. Sonstige Sachen. Kommt ein Feuerstein rein. Holz, Holz. Bei die Fackeln können wir haben. Ich glaube, wir haben genug gesucht da unten, gefarmt. Wir haben jetzt 18 Diamanten. Na, ist nicht viel. Ist nicht viel. Warte mal. Außenperspektive, guck mal. Ist nicht mehr so verbuggt wie vor ein paar Folgen. Perfekt. Einmal ein Screenshot. Bitte lächeln. Dankeschön. Weil die legen wir nochmal zurück, ne? Die Rüssel legen wir nochmal zurück. Braucht auch jetzt keiner. So. Okay. Jetzt ist die Frage. Die Mühle, ne? Unsere Wollemühle hier. Die ist ja noch nicht fertig, ne? Wir könnten tatsächlich aber schon mal anfangen, das Beet zu machen. Wir haben ja den Mühlstein. Wir sollten hier eigentlich einen Ausgang haben. Eigentlich brauchen wir einen Ausgang. So ein. Na, wisst ihr schon. Wisst ihr was? Den hau ich hier einfach in die Wand rein. Hier hau ich einfach ein Loch rein. Mach das so. Kommt hier eine Tür und dann kann man hier so seitlich rausgehen. Natürlich hat man hier. Ach. Aber der Wald ist natürlich auch weg, dann spawnen natürlich nicht so viele Viecher. Da kann man hier noch ein paar Weizenfelder oder so hinbauen, ne? Das können wir mal machen. Jetzt, wo wir die Gelegenheit haben. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Nein, noch 12 Stück. Trotzdem. Rohstoffe dahin. So. Wir brauchen eine Steinhacke, ne? Werkzeug. Hier eine Steinhacke. Brauchen wir ein paar Samen. Das sollte reichen. Ein ganzer Stack. Karotte esse ich auch nochmal. Und wenn die Samen nicht reichen, dann verfüttern die wir halt an die Hühner. Das macht ja auch nichts. Eimer Wasser. Wir haben Eimer Wasser vergessen. Die Musik macht mir wirklich Angst. Die macht mir Angst. Ich brauche eine neue Playlist. Für die nächsten 100 Folgen, ich brauche eine neue Playlist. Schreibt euch das mal bitte auf. Schreibt euch das mal auf den Zettel auf. Oder ich schreibe es mir gleich mal hinter die Ohren. So, Eimer Wasser. Eimer kriege ich doch. Ich weiß doch, wo ich meinen Eimer hingetan habe. Hier hin, ne? Ja. Siehste. Wie in alten Zeiten. Erstmal Wasser vom Fluss holen. Ciao. Hier brauchen wir noch eigentlich eine anständige Tür. So, ich glaube 5 Reihen waren das. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, dann kann ich doch hier gleich mal eine richtige Quelle machen.
Klack. So, noch ein Eimer Wasser brauchen wir. So, dann machen wir auf Platz 3. So, und schon entsteht eine dauerhafte, ruhige Wasserquelle. Das sieht nach einer ruhigen Wasserquelle aus. So, kommt das noch weg. Das. Guck mal, hier kriegen wir noch ein Weizenkorn. Dieses Feld wird eigentlich nur zur Verschönerung da sein. Das werden wir gar nicht richtig benutzen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So, im Winter ein Feld anbauen. Auch geil. Naja, in Minecraft ist ja so ziemlich alles möglich. Oh, da bleibt nichts mehr für die Hühner. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So, die letzte Reihe lassen wir so. Das lassen wir so wachsen. 9 Stück haben wir noch für die Hühner. Gehen wir mal zu den Hühnern. Ah, ich meine, 11. Dezember. Kreuz im Kalender. Nee, für die Hühner nicht. Nein. Na, kommt ihr her? Ja. Du kriegst ein. Oh, die paaren sich. Ach du Scheiße, ja, stimmt. Hey. Warte mal. 6 Stück noch. Du. Jetzt geht das natürlich nicht, ne? Gut, dann hau ich alles in dich rein. So. Begrüßt unseren neuen Mitglied. Wie heißt er? Ach Gott, wie heißt er denn? Wie willst du denn heißen? Ich mach mal einen Screenshot. Wie wird's denn heißen? Ah, puh, ist wieder schwierig.